Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Seit langer Zeit. Ich hoffe, man kann das Ganze lesen. Ich musste alles noch mal ein bisschen nachziehen, weil der Stift dann irgendwie doch zu blass war. Ja, es ist leider nicht wirklich in einer sinnvollen Reihenfolge, aber ich wollte es dann nicht noch mal neu aufschreiben. Deswegen versuche ich jetzt hier, da irgendwie eine Reihenfolge reinzubekommen. Was auf jeden Fall nicht klappen wird, aber ein bisschen vielleicht. Und zwar, also ich habe erstmal in alte Videos wieder reingeguckt und muss dazu, ich gucke mir eigentlich nie alte Videos an, aber gerade so die ersten, wo ich was zu, oder anders gesagt, ich fange mal mit einem Zitat von Sokrates an, also was Training angeht und so weiter, da weiß ich, dass ich nichts weiß, so ganz demütig. So klar trainiere ich sicherlich besser als viele im Fitnessstudio und sehe auch besser aus als viele im Fitnessstudio. Aber die Leute, an denen ich mich orientiere, da sind natürlich Leute, die besser in Form sind, die ja Profi-Bodybuilder teilweise sind. Und natürlich weiß ich im Verhältnis zu denen erschreckend wenig, trotz Sportstudium und so weiter, da lernt man ja eher andere Sachen. Und zwar auch Posing. Ich habe das immer ein bisschen, ja, bisschen belächelt, natürlich auch, weil ich es einfach auch nicht hinbekommen habe, gerade so den Rücken, wenn ich mir da alte Videos angucke, wo ich versuche, den Rücken zu zeigen, den Lat anzuspannen, also Katastrophe. Und ja, ich muss leider sagen, man kann halt auch nur anspannen, was man hat, und mein Lat, der war quasi nicht existent, non-existent. Und da habe ich auf jeden Fall gut dran gearbeitet, und nachdem diese Trainingsreihe, die ich jetzt hoffentlich abfilmen werde, wird es auch noch mal ein Form-Update geben, und ich habe mir auch vorgenommen, wirklich die, ich weiß gar nicht, gibt es 7 Posen im Männer-Bodybuilding. Ich will mich jetzt mal aufs Bodybuilding konzentrieren, so klar, Mens Physik und so, da gibt es glaube ich noch andere Posen. Mal schauen. Genau, wie gesagt, klar, das Posing gehört dazu, und klar finde ich es irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn erwachsene Männer da im Unterhose rumspringen. Aber es gehört halt zum Sport dazu, und gerade was das Training angeht, so wenn ich noch mein erstes Form-Update vor Corona da zeige, da muss ich sowas um die 94 Kilo gehabt haben, relativ niedriger Körperfettanteil, da fand ich mich schon ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile glaube ich, habe ich die Form nochmal deutlich übertroffen, also ähnlicher Körperfettanteil, aber ich vermute ein paar Kilo mehr Gewicht. Also ich habe mich vor einigen Wochen mal gewogen, da habe ich nüchtern 97 gehabt, 97, und ja, in letzter Zeit haben mich auch Leute angesprochen, sag mal, nimmst du jetzt was, oder heftige Physik und so weiter, dass ich da auch gedacht habe, man selbst merkt das ja gar nicht so. Da habe ich gedacht, okay, ja stimmt, irgendwie bin ich noch mal massiver geworden, und hat sich halt irgendwie so ergeben. Ja, das wird jetzt noch mal, bin ich jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber im Endeffekt wollte ich eigentlich ein Video machen, warum HIIT? Ich habe oft, glaube ich, gesagt, dass ich eher der Volumentyp bin, dass mir das mehr liegt, und ich bin halt oft sehr festgefahren in dem, was ich tue, und Dinge, die ich einmal für mich so als funktionierend oder zielführend herausgefunden habe, da bleibe ich dann bei und hinterfrage das, glaube ich, nicht oft genug. Und wenn ich dann dazu komme, mal was umzustellen oder zu ändern, dann ist es wahrscheinlich, oder ja, dann ist es sehr überfällig. Und zwar, ja, sind mehrere, also ich gucke ja sehr, sehr viele Bodybuilding-Videos, und da ist halt auch bei Justin Musiol, glaube ich, der Begriff gefallen, Trash Volume. Und da muss ich sagen, ich bin sicherlich auch einer von denen, der zu viel Trash Volume gemacht hat. Und es gab dann ein älteres Video von Tobias Hane und weiß gar nicht mehr, wer da alles dabei war, hier so Team Madsen und so. Naja, wo es drum ging, HIIT versus Volume Training. Und Tobi Hane hat einen Satz gesagt, das weiß ich noch ganz genau. Bei Volume Training weiß man irgendwie gar nicht, wann hat man genug trainiert, wann ist der Muskel erschöpft, wann ist er platt. Und da habe ich gesagt, so ja, im Endeffekt trifft das sehr genau auf mein Training zu, weil wenn man irgendwie 4, 5 Sätze macht, ähnliche Wiederholungszahl, dann kann man sich eigentlich auch schon, ja, daraus, also kann,
man eigentlich schon sehr gut erkennen, dass es nicht zielführend ist und nicht wirklich zu einer wirklichen Reizsetzung führt. Ich habe natürlich mir das Ganze immer schön geredet und ich bin ja ganz gut in Form, ich mache ja meine Fortschritte bzw. halte das Ganze. Und ja, habe mich da selbst betrogen, würde ich mal fast sagen. Und es sind jetzt einfach mehrere Punkte zusammengekommen, dass ich mir gesagt habe, ich muss was ändern, wenn ich nochmal Fortschritte machen möchte, beziehungsweise war ich auch dazu gezwungen. Und zwar habe ich es aufgeschrieben, ja, berufsbedingt kann ich jetzt nur noch 4 bis 5 Mal pro Woche trainieren, das heißt, ich bin gezwungen, Minimum 2 Tage Ruhepause zu machen. Einfach weil ich, nachdem ich irgendwie um 16 Uhr wieder zu Hause bin, keine Lust habe noch zu trainieren, weil das mit dem nüchtern Trainieren möchte ich beibehalten. Das mache ich jetzt seit fast 10 Jahren. Kurze Phasen, wo ich es mal anders gemacht habe, aber ich komme damit einfach super klar und möchte auch meine 16 Stunden Fasten weiterhin einhalten, sodass ich mir gesagt habe, okay, an diesen 4 bis 5 Tagen Training pro Woche muss ich meine Reizsetzung verbessern, vergrößern und härter trainieren. Und dazu ist es natürlich essentiell, dass man die Ausführung der Übung standardisiert. Und da habe ich jetzt wirklich ja schon seit einigen Wochen dran gearbeitet. Und Auslöser war eigentlich diese Trainingsreihe von Tobias Hahn. Mann, ich klinge ja schon wie so ein Fanboy, aber ich muss sagen, bei ihm hat es mich, also es sind ja viele andere, die wirklich ihre Übungen, Ausführungen sehr gut standardisiert haben, also wirklich kurz stoppen im sag mal Nullpunkt, im untersten Punkt, durchziehen bis ans Ende der Bewegung, nicht irgendwie schon dann, wenn es schwer wird, im letzten Drittel, sage ich mal, nicht mehr ganz durchdrücken und so weiter. Also natürlich jetzt nicht bis Gelenkendstellung, aber halt wirklich durchziehen und nicht irgendwie so dann mit Schwung abarbeiten und so weiter. Und da muss ich sagen, gerade wenn es schwer wird oder man erschöpfter wird, dann sich zwingen, dabei zu bleiben mit der Ausführung. Das ist das so, was man erstmal auch kopfmäßig trainieren muss. Ne, man neigt ja dann dazu, wenn es schwer wird, ich schlampe die letzten paar Wiederholungen. So, nee, du musst halt wirklich von der ersten, wo es noch leicht ist, bis zur letzten Wiederholung kopfmäßig, ich sag mal, im Zielmuskel sein. Und das ist wirklich extrem anstrengend. Irgendwie so Larifari mit Handy in der Hand, Beine trainieren und so. Manche Leute, wenn ich das sehe, ja gut, muss es auch gehen. Egal. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, bei Tobias Hane, ich könnte jetzt auch andere aufzählen, auch jetzt Nick Walker. Ich muss sagen, weil er einfach jetzt gerade so viele Trainingsvideos raushaut und er das ganze Jahr, sage ich mal, auf die Spitze treibt mit seiner langsamen Ausführung, ganz konzentriert. Und das ist ehrlich gesagt was mich schon beeindruckt und auch bei Tobias Hane immer beeindruckt hat, so wie korrekt und sauber er trainiert, trotz extrem hohen Gewichts, also für mich extrem hohes Gewicht. So, ne? Und ja, ich habe gemerkt, dadurch, dass ich jetzt erstmal mir Zeit genommen habe, mit leichtem Gewicht die Übungsausführung zu verbessern, ich gebe ehrlich zu, bei manchen Übungen schaffe ich es doch nicht so, wie ich mir das vorstelle, da mache ich dann schon nochmal so einen Mix-Einsatz ein bisschen mehr, wenn ich denke, es hat noch nicht wirklich gesessen. Aber ich merke auch, dass ich teilweise weniger Gewicht brauche, um es besser zu spüren, teilweise sehr schnell Gewicht steigern konnte. Aber jetzt bin ich schon wieder an so einem Punkt, wo es nicht mehr so richtig vorangeht. Ich habe da auch schon eine Idee, wie ich das Ganze dann angehen werde, aber ich wollte jetzt erst einmal mich jetzt zwingen, es noch einmal abzufilmen, bevor ich dann was umstelle. Dazu auch nochmal, dass ich jetzt wirklich alles, was irgendwie möglich ist, einarmig bzw. unilateral, also einbeinig, mache. Einfach weil ich gemerkt habe, wenn ich mich wirklich auf eine Seite konzentriere, gerade bei Rücken oder Beine, oder Brust natürlich auch, Schultern, alles, Arme, ich mache alles unilateral, was geht, kann ich mich super auf den Zielmuskel konzentrieren. Sobald ich das Ganze, ja, was ist denn das Gegenteil von unilateral? Lateral? Keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn ich es mit beiden Körperhälften zusammen mache, dann merke ich, kann ich mich schlecht auf beides konzentrieren. Und das wäre dann so der nächste Schritt, von meinem unilateralen Training wieder zurückzukommen auf ein, ja, ganz
Das hätte ich mal nachschauen müssen vor diesem Video, was da das Gegenteil ist. Ihr wisst, was ich meine. Naja, dass ich zum Beispiel beim Ziehen sauber aus dem Rücken auf beiden Seiten ziehen kann. Und das wird dann so der nächste Schritt, da wieder hinzukommen. Und ja, ich denke, ich habe soweit alles gesagt. Heute wird es losgehen mit Pull. Vielleicht mache ich jetzt gleich nochmal in einem gesonderten. Nee. Ich mache einfach. Ja, doch. Ich gehe jetzt gleich nochmal auf mein Pull-Training ein, mit dem ich heute starte, nach einem Ruhetag. Und ja, werde dann im Gym. Wobei, das sage ich im nächsten Video. Das soll es erstmal soweit gewesen sein.